Wir wussten natürlich, dass der Gegner nicht so einfach zu schlagen ist, wie es die Tabelle aussagt. Sie haben alle Spiele knapp verloren, zuletzt gegen Viktoria Köln. Und ja, anfangs hat man es auch gesehen, dass wir kleine Schwierigkeiten hatten, aber ich denke, dann gerade in der zweiten Halbzeit haben wir einen souveränen Sieg hier angefangen. Schießen die Innenverteidiger sogar Tore bei den Standards, das ist ja vorher so abgesprochen, aber schön, wenn die Sachen auch mal klappen. Ja, ist schön, wenn die Sachen klappen. Ich meine, ich freue mich natürlich sehr über mein Tor, aber über allem steht natürlich der mannschaftliche Erfolg und deswegen wird sich mehr über den Sieg gefreut, als dass der Einzelne sich über sein Tor freut. Vielen Dank. Gerne. Ja, ich denke mal, wir haben erstmal ein bisschen schwer sind wir reingekommen, aber dann haben wir es immer besser geklappt und dann, denke ich mal, hatten die Gegner auch nichts entgegenzusetzen. Die hatten nur lange Bälle und wir haben das spielerisch schon gut gemacht. Hätten vielleicht auch noch ein paar Tore mehr machen können, wenn wir es gut zu Ende gespielt hätten, aber... Du hast gerade am Anfang unheimlich viel investiert, hat aber auch viele Laufduelle verloren. Das lief gegen Ende des Spiels ein bisschen besser. Ja. Hast du deinen Gegenspieler platt gelaufen? Ja, ich denke mal, das war die Taktik von mir. Am Anfang noch ein bisschen, aber später dann hat es besser geklappt. Und dein Tor, kannst du kurz erzählen, wie es entstanden ist? Ich glaube, Zweikampfgewinn im Mittelfeld von Uwe Rückmann oder Norman Wermes. Dann auf den Heiro. Heiro steckt mir durch und dann, ja, habe ich vorbeigeschoben. So müssen Stürmer Tore schießen. Alles. Lukas Pittmann, vielen Dank. Dankeschön. Es war etwas durchwachsen am Anfang. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, reinzukommen. Wir haben den langen Bällen nicht so gerechnet. Wir dachten, ein spielt mehr Fußball. Dem war nicht so. Und dann haben wir aber an unsere Stärken geglaubt und nicht mit den langen Bällen agiert, sondern Fußball gespielt. So sind wir auch zum 1-0 gekommen. Haben dann ein bisschen nachgelassen. Sind dann ein bisschen dumm in das Unentschieden gekommen mit dem 1-1. Aber danach haben wir uns wieder gesagt, wir müssen einfach mehr Fußball spielen. Das geht so nicht. Und ja, sind wir glücklich zum 2-1 gekommen. So in die Halbzeit. Da nochmal uns gesammelt, angesprochen, was wir besser machen müssen und können. Und unseren eigenen Stärken glauben. Das Fußballspielen, das Pressen, das Aggressive sein. Und so sind wir dann verdient zu den 3 und zu 4-1 gekommen. Also auch die Zuschauer oben spielen unheimlichen Ehrgeiz bei euch. Du hast läuferisch sehr viel investiert, heute 2 Tore gemacht. Warst aber trotzdem nicht immer mit deiner Leistung zufrieden. Hast du ein oder andere Mal geflucht, ne? Ja, stimmt. Einfach zu doof. Wenn ich sehe, ich kann mich gut durchsetzen, dann kommt so ein ganz dummer Pass, macht die ganze Aktion kaputt. Dann ist es einfach doof, weil jeder mitläuft. Nicht nur ich mich bestrafe, unsere Gegenspieler mit bestrafe, weil wir einfach so viel laufen. Bei der Hitze ist dann umso schlechter. Aber beim 3-1 kann man es vielleicht ein bisschen verzeihen, als wie es 0-0 steht oder nur 1-1 steht. Also ein bisschen glücklich. Ich denke auch. Können sich die Zuschauer mittlerweile an eure Siege so gewöhnen? Wollt ihr so weitermachen? Ich hoffe, ja. Wir wollen so weitermachen. Vielleicht kommen noch ein bisschen mehr Zuschauer demnächst. Und wir geben einfach Gas und wollen erfolgreich weitermachen. Vielen Dank, Rashid Eckert. Vielen Dank. Alles klar. Ja, erstmal herzlich willkommen oder schönen guten Abend. Es ist ja jetzt 17 Uhr. Glückwunsch erstmal an Bergisch Gladbach. Dietmar zum verdienten 4-1-Sieg. Das müssen wir ja sehr, sehr oft den Gegnern leider so sagen, weil jeder weiß, dass wir zurzeit ja als Tabellenletzter nur einen Punkt zurzeit haben. Wenn man sich die Tabelle anschaut, wir haben jetzt 8 Spiele weg und wir haben gegen, ja, ich denke mal 7 Vereine gespielt, die jetzt oben stehen. Die nächsten Mannschaften, die wir erhalten, gegen die wir antreten müssen, kommen auch aus dem unteren Bereich unter anderem raus. Da müssen wir uns mal neu behaupten. Aber wir haben letzte Woche gegen Viktoria Köln eigentlich ein relativ wirklich gutes Spiel gezeigt. Uns hat heute mal wieder direkt noch vorm Spiel, das kriegt man dann so nicht mit, unser bester Innenverteidiger zurzeit konnte nicht auflaufen, den mussten wir sofort wieder ersetzen. Unsere Innenverteidigung ist zurzeit sehr, sehr sensibel. Das hat man auch sofort dann beim 1-0 gesehen, wo mal wieder eine 1-gegen-1-Situation auf unseren Torwart passiert, wo wir als Innenverteidiger nicht dran sind. Das war unser erstes Manko. Wir schaffen ein 1-1, wo wir versuchen zurückzukommen, aber zur Halbzeit liegen wir 2-1 zurück, auch das 2-1 passiert. Aus meiner Sicht aus durch ein ganz nicht so schönen Zweikampfverhalten durch unseren weiteren Innenverteidiger, der eigentlich den Ball ja hat und verliert ihn wieder. Er braucht das Ding nur noch klären und dann passiert gar nichts in der Situation. Und so liegen wir 2-1 zur Halbzeit zurück, wo du dann versuchst, nochmal was zu bringen. Da musst du nochmal umstellen, weil wieder 2 verletzungsbedingt ausgeschieden sind. Und du wechselst dann insgesamt im Rotationsprinzip auf fast 7 Positionen. Und das merkt die Mannschaft zurzeit, das kriegen sie noch nicht hin. Aber die Kondition, muss man auch sagen, auch bei dem Wetter, hat nachher auch eindeutig nachgelassen und gefehlt. Von daher braucht man sich überhaupt keine andere Situation erstmal unterhalten. Der verdiente Sieg heute ist eindeutig verdient, geht auch ganz klar in Ordnung. Auch wenn wir von den 4 Toren 3 Tore reinkriegen, nämlich die ersten 3, auch das vierte eigentlich, alles durch individuelle Fehler. Aber Tore passieren in der Regel, wenn man Fehler macht. Und die haben wir heute wieder leider zu viel gemacht und deswegen hast du dann 4 Gegentore reingekriegt. Aber wir können es nicht ändern, du musst von Spiel zu Spiel denken und ich glaube auch, wir werden auch irgendwann punkten, ich weiß nicht, welcher Gegner zuerst sein wird, wo wir dann vielleicht mal das Quäntchen Glück besitzen und ein Spiel für uns entscheiden können.
Aber heute war es definitiv nicht der Fall. Danke. Ja, erstmal bin ich natürlich froh, dass er nicht gegen uns gepunktet hat. Ich habe schon meine Mannschaft die ganze Woche über gewarnt vor Rot-Weiß Aalen, weil ich wusste, dass sie bisher immer knapp verloren haben, außer in Uerdingen, aber da stand es auch bis zur Halbzeit 1-1. Also wusste schon, dass uns eine gute Mannschaft hier erwartet, besonders gefährlich mit der Nummer 6, der über 2 Meter groß ist und der uns auch ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat, wenn lange Bälle gespielt worden sind. Der Trainer hat ja das System ein bisschen umgestellt und die Taktik hat viel mit langen Bällen agiert. Ansonsten spielt Aalen, versucht immer hinten rauszuspielen. Der ein oder andere Gegner weiß natürlich, dass wir ganz gerne vorne drauf gehen, den Gegner unter Druck setzen. Und dementsprechend, wenn man dann mit langen Bällen agiert, haben wir es schon schwer, dann ins Spiel so reinzukommen. Aber ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben, denke ich, über 70 Minuten guten Fußball gespielt. Wir haben schöne Tore erzielt. Wir hätten auch das ein oder andere mehr machen können, aber wer weiß, für was es gut ist. Denn wir haben ja in der nächsten Woche die schwere Aufgabe, bei Schwarz-Weiß Essen zu spielen. Und da hat die Mannschaft ja von der letzten Saison noch was gut zu machen. Dort gab es eine 14-0-Niederlage. Und ich hoffe, dass wir dort wieder eine gute und engagierte Leistung zeigen werden. Ansonsten bin ich natürlich zufrieden, dass wir nach 8 Spielen 18 Punkte haben. Ich sage es immer wieder, sensationell. Und lass uns einfach alle gemeinsam freuen darüber. Dankeschön. Ja.